Servus Leute, wir sind wieder hier in der Küche. Ich, euer Koordinator, Christina, Kameramann. Hi, Kamerafrau. Kamerafrau, Entschuldigung. Kameramann, es gibt aber Kamerafrau. Hast du schon mal Kamerafrau irgendwo in einem... Hier vor dir steht eine. Ja, okay, Kamerafrau, Entschuldigung. Verzeihung. Heute machen wir was ganz Tolles, nämlich nichts mit Heinrich. Heinrich ist ja letztes Mal von uns gegangen. Heute machen wir wundervolle Entenbrust hier. Mit, das ist so ein Edeka-Vieh, das könnt ihr euch schenken, also zum Beispiel jetzt beim Edeka kriegt es für ungefähr 3,89 €. Dazu machen wir schönes Gurkengemüse mit Penne. Also es sind sogenannte Penne Liske, also ihr könnt auch ganz normale, hausübliche Penne-Nudeln nehmen. Und das ist so eine ganz normale Gurke, also die ist auch aus dem Edeka, also das sollte mal bei einem Warenpreis von ungefähr 59 Cent sein. Mineralien und Nährstoffe werde ich nicht dazu erläutern, dafür ist mir das Ganze nämlich zu blöd. Was natürlich heute wieder auch wieder gebraucht wird, ist nämlich die wunderbare, tolle Peking-Duck-Soße. Die müsst ihr euch einfliegen lassen aus China. Nein, die kriegt ihr in allen möglichen handelsüblichen China... Asia. Asia-Geschäften, aus China, Asia... Asia-Land. Asia-Land. So, jetzt wird erstmal hier diese wunderschöne Entenbrust leicht an der Haut angeschnitten. Ich setze mal hier an. Der Sinn und Zweck dabei ist, dass ich, wenn ich die jetzt hier so anschlitze, nachher dann ich beim Schneiden es einfacher habe, sowohl ich die ganzen Aromen auch da reinbekomme. Weil wenn ich jetzt dieses Vieh nachher einmarinieren werde, super, ich tue wieder ein Vieh einmarinieren, wie Heinrich gestern, tun wir das Ganze halt einfach so nochmal machen, weil dann wird das Ganze noch viel schmackhafter. Deswegen habe ich auch Heinrich gestern mehrmals damit eingepinselt beim Braten. Aber weil das jetzt hier ein bisschen anders sein wird, machen wir das Ganze so. Nämlich den einschneiden, dann einmarinieren mit der Peking-Soße, noch ein bisschen Gewürze und so alles Zeug drauf. Und dann wird das Ganze mal kurz scharf in der Pfanne angebraten, also auch zumindest auf beiden Seiten, vor allem auf der Hautseite. Und dann landet das Ganze ungefähr für so lange, bis es durch ist, im Umluft bei ungefähr 150 Grad. Und das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Also das ist so ein Art geriffeltes Muster hier drin habt, dass ihr dann hier so schön nochmal ein bisschen nachschneiden könnt. Weil lieber ein bisschen mehr rein als zu wenig, weil dann geht es nämlich mehr rein ins Fleisch. Während die da so ein bisschen so vor sich herliegt, nehmt ihr so einen handelsüblichen Topf, Spaghetti-Topf, Nudeltopf, egal was ihr habt, ihr könnt alles nehmen, ihr könnt auch eine Pfanne nehmen zum Kochen. Die fülle ich jetzt so mit möglichst kalkfreiem Wasser. Das werdet ihr jetzt schön auf euer Herd setzen und werdet es schon mal so leicht bäuern lassen. Da ist wieder so schön volle Form. Da kommt dann unser süßes Entenbrüstchen rein, inklusive dem Gurkengemüse. Das kommt aber erst später rein, weil sonst wird es zu weich. Jetzt widmen wir uns wieder der Entenbrust. Nehme ich mit der schönen Schuhe. Nehmen wir jetzt einen tollen Löffel. Machen so ein bisschen was davon. So. Und da hinten höre ich schon wieder irgendein Handy ploppen. Deins kann es ja nicht sein. Nein. Dein Handy nimmt nämlich auf, also wird es beides sein. Und immer schön auch hier zwischen den Rillen noch schön einreiben. Da muss der ganze Geschmack rein. Der muss, das muss schmackhaft sein, das muss lecker sein. Oh, das wird jetzt eine Riesensauerei. Das wird nämlich der Kack gewendet. Bisschen was von der Suche und dann noch da hinten. Hier machen wir mal kurz einen kleinen Cut, weil wir sehen uns gleich wieder in der Pfanne. Bis gleich. Ah, wir sind hier am Herd. Wir sind in der Hölle. Wir sind hier in der Höllenbrot der Küche und so jeweils. Entenbrust hat sich schön platziert. Da kommt jetzt so ein bisschen tolle Sachen drauf. Also das zum Beispiel ist mein absolutes Favoritending da. Das ist sogenanntes Rauchsalz. Riecht absolut bombastisch, ist genial, gehört in jeden handelsüblichen Haushalt rein. Das ist, da kriegt man nämlich das schöne Raucharoma rein, also von so Grillzeug, wenn man jetzt... Boah, geil. Das kommt so ein bisschen auf die Ente drauf, aber nur so ein bisschen, weil das ist sehr intensiv. Dann, weil wir es ja schon mit Gewürzen haben, so Grill und Steak von Ostmann, sehr gut wirklich wegen. Auch nur so ein klitzekleines bisschen, nur ein klein bisschen, weil sonst ist das alles hier verwürzt. Rosenpaprika, auch wie immer schon, auch von Ostmann. Auch sehr gut, auch ein bisschen mit Knauf. Kann nicht schaden. Und natürlich der handelsübliche, natürlich auch von Ostmann, der Pfeffer schwarz. So,
Jetzt wird diese süße kleine Ente einfach mal ein bisschen umgefahren. In die Pfanne reingeben. Mit der Hautseite zuerst. Das wird jetzt sehr lustig. Feine Ente, ja. Yeah. Die Pfanne hat gerade gereicht. Und wie schaut's aus? Oh, die kann. Machen wir da mal ein bisschen Feuer in den Hintern. Feuer unter der Brust, sagen wir es mal so. Das hat sie genug. Was? Das hat sie genug Feuer unter der Brust. Ja. Jetzt tun wir mal dieses Zwirn mal kurz einmal wenden. Achtung. So, da, 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 da. Das sieht gut aus. Ja. Die darf nachher aber noch kurz ein bisschen schärfer rum angebraten werden. Und dann kommt nämlich dieses wunderschöne Röstaroma raus. In der Zeit werde ich mal hier diese höchst professionelle, toll gerichtete Gurke mal kurz waschen. Und der Feuchenbrett. Ja, der ist am Verschmieren. Schau euch das an. Das wird schlecht. Tun wir mal diese Gurke. Halt hier. Weil ich denke mal, wir machen sie mit Schale. Da sind ja auch Mineralien drin. So, dann werden wir durch. In den Biomüll. Und die Ente, die Ente, die Ente. Jawohl. Oh ja, das duftet aus. Es gibt einen riesen Sauerei. Es gibt einen riesen Sauerei. Das ist ja die Ente. In der Zeit schneiden wir schon mal hier dieses Gemüse. Ein handelsübliches kleines Streifen. Kann ruhig ein bisschen größer sein. So soll das dann ungefähr aussehen. Und jetzt kommt dieses süße Tier da rein. Oh. Wir müssen schon ein bisschen verteilen um die kleine Heinrich hier. Entschuldigung, Heinrich. Nein, Heinrich ist er nicht. Das ist Entenbrust Junior. Ich schäme was von der Schicklung, die ich hier noch auf die Gurken drauf streuseln. Nur so ein kleines bisschen. Pinsel 8 Nimbus 2000. Und damit mal kurz hier ein bisschen noch. So. Jetzt kommt noch etwas, das müssen Sie auch einfliegen lassen. Das ist sogenanntes Himalaya-Salz. Leicht gerötet, hat aber ein tolles Aroma. Und jetzt wandert dieses gute Stück in den Ofen. Auf mit dir in die Hölle. Zack. Und während das da köchelt, während die kleine Entenbrust da im Ofen ist, machen wir erstmal was anderes. Bäm! Bayonetta ist mal wieder voll unterwegs. Jetzt ja eher aktuell am Laufen das Let's Play von Timo, also Blackling. Das ist hier immer noch weiterhin die Demo. Sehr amüsant. Amüsant. Schön, um das Spiel reinzukommen. Das Ganze ist ja eher auf sarkastischer Art und Humor basiert, wo alle möglichen bekloppten Sachen passieren. Andersfalls, ja. Ja, das Spiel hat übrigens auch einen Koop-Online-Modus. Das würde ich mir sogar mit Timo mal überlegen dann. Aber erstmal einfach sein Let's Play durchziehen. Mal schauen, wie viel Spaß er noch dabei weiterhin haben wird. Mit der Hexenkönigin hier. Hexenkönigin, Hexendame, wie sie auch immer heißt und so. Oh. Man merkt schon, es ist sehr spektakulär inszeniert. Es ist sehr viel, ja, natürlich. Und ja, muss ja so sein. Bevor ich hier mit allen möglichen scheiß Viechern jetzt hier wieder überfallen werde, gucke ich trotzdem mal kurz gleich nochmal in den Ofen rein. Yo! Noch ein bisschen. Noch einen kleinen Blinken. Leider haben wir einen kleinen Cut. Wir haben unser Händchen mal hier ein bisschen rausgeholt. Und jetzt kommen wir an der Seite ein bisschen so die Nudelchen rein. Das
einmal kurz mal durchmischt. Und verschwindet derweilen. Oh, ich mach jetzt nochmal, kannst du da anpassen. Im Ofen noch. Jo. So, könnt ihr mal reingucken. Leicht noch rosa. Aber trotzdem durch. Sehr schön. So muss das sein. Jo, hier sieht man es nochmal richtig gut. Oh, die ist perfekt. So, und damit haben wir die Ente fertig. Wir sehen uns dann, wenn der Teller fertig ist. Bis dann. Schaut mal, Leute, wie gut es aussieht. Oh. So sieht das Ganze aus. Hier könnt ihr das Ganze jetzt natürlich noch dekorieren mit irgendwelchen Schnickschnack, Fusibudi und so alles. Ist nur leider alles bei mir draußen ein bisschen so verkommen auf dem Balkon. Damit sind wir somit also fertig. Schönes Entenbrust. Schöne Entenbrust gebraten, geröstet, gebacken. Und mit schönem Penne, Gurkengemüse. Sehr schön, wunderbar. Wir lassen uns schmecken. Ich war's, euer Kokinator. Viel Spaß beim Ausprobieren. Bis bald. Guten Appetit. Sie